Auch Dumbledore drückte das Kind noch einmal kurz an sich und schickte dann zwei Patroni los. Einen mit der Nachricht an Hagrid, er solle Harry abholen, den anderen an alle Ordensleute, sie sollen sofort ins Hauptquartier kommen. Er legte Harry wieder zu seiner Mutter. Der Junge war inzwischen ganz ruhig. Harry, der Junge, der überlebte, murmelte Dumbledore noch einmal, ehe er ins Hauptquartier apparierte. Albus, ist etwas passiert? Donnert Mad-Eye, welcher gerade den Flur entlang humpelte. Ja, ein Angriff. Traurig wandte sich Albus ab und begab sich in den Hauptsaal. Sir, ich soll Alice entschuldigen. Sie passt auf Neville auf, sagte Frank Longbottom sogleich. Der Angesprochene nickte bloß. Im ganzen Raum war lautes Gemurmel zu hören. Ich bitte um Ruhe, verlautete Albus Dumbledore. Diese Nacht gab es einen Angriff, vermutlich den letzten. Hier legte er eine Pause ein, ehe er fortfuhr. Voldemort ist verschwunden. Augenblicklich war lautes Jubelgeschrei zu hören. Nein, ihr dürft euch nicht freuen, fügte Albus hinzu. Heute Nacht kam Lord Voldemort in das Haus der Potters. Sofort war es mucksmäuschenstill im Raum. Jeder, ausschließlich jeder, hatte die Potters gemocht. Harry, deren Sohn, war einfach nur goldig gewesen. Was ist passiert? Fragte Frank leise. Dumbledore rann eine Träne über das Gesicht. James und Lily Potter wurden diese Nacht ermordet. Ermordet von Lord Voldemort. Jeder im Raum hielt die Luft an. Alles war still. Nach einigen Minuten vollkommener Stille fragte Frank, was ist mit Harry? Nachdem der Direktor noch einmal tief Luft holte, fuhr er fort. Lily Potter opferte ihr Leben. Harry konnte den Todesfluch überleben. Dieser prallte zurück auf dessen Urheber und dadurch verschwand Lord Voldemort. Remus Lupin sprang auf und lief aus dem Haus. Einer seiner besten Freunde hatte Lily und James verraten. Einerseits waren alle glücklich, dass der dunkle Lord endlich verschwunden war. Aber andererseits hatten sie alle die Potters sehr gemocht. Auch Frank apparierte nach Hause. Zu Hause lief er in das Wohnzimmer und sah dort seine Frau Alice sitzen. Ohne großes Herumreden kam er gleich auf den Punkt. Lily und James sind tot. Harry hat den Todesfluch überlebt und zugleich Voldemort besiegt. Völlig entgeistert schlug Alice die Hand vor ihren Mund. Avada überlebt? Lily tot? Dachte sie noch, ehe sie zu schluchzen begann. Ein leises Klopfen an der Fensterscheibe ließ sie aufhören. Eine Eule mit dem Abendpropheten wurde ausgeliefert. Harry Potter, der Junge, der lebt. Seite 2. Er, dessen Name nicht genannt werden darf, ist gestorben. Seite 2. Sirius Black, Massenmörder. Seite 3. Seite 2. Harry Potter, der Sohn von Lily und James Potter, hat vor wenigen Stunden einen Todesflug überlebt. Er, dessen Name nicht genannt werden darf, ist am Abend in das Haus der Potters gekommen. Die Familie hatte sich unter dem Fidelus-Zauber versteckt, doch ihr Geheimniswahrer, Sirius Black, hatte sie an den Unnennbaren verraten. Dieser tötete zuerst James Potter im Flur. Offensichtlich wollte er seine Frau und Sohn schützen. Lily war derweil in das Kinderzimmer gerannt. Als ihr Mann ermordet worden war, kam dessen Mörder auch zu ihr. Sie wollte ihren Sohn beschützen, doch auch Lily wurde ermordet. Nachdem sowohl Mutter als auch Vater des Jungen getötet worden waren, wollte er, dessen Name nicht genannt werden darf, Harry töten. Der Todesfluch traf den jungen Burschen an der Stirn. Doch der Fluch schlug fehl und kehrte zu dessen Urheber zurück. Dieser wurde getroffen und verschwand. Harry Potter hat nun an der Stelle, in welcher der Fluch fehlschlug, eine blitzförmige Narbe. Dieser Junge hat uns so viele Opfer erspart. Ein Hoch auf Harry Potter, der Junge, der lebt. Lasst uns eine Schweigeminute für Lily und James Potter abhalten. Seite 3. Berichten zufolge wurde der langzeitige Freund Sirius Black zum Geheimniswahrer der Potters ernannt.
Am 31. Oktober verriet dieser das Befinden von Harry Potter. Den Teil, welcher nun geschah, kennen vermutlich alle. Doch nicht genug, einen Freund umzubringen. Sirius Black machte sich auf, einen weiteren Freund, Peter Pettigrew, zu finden. Mitten in einer Muggelstadt fand er den Mann und jagte die Straße in die Luft. Peter und 13 Muggel kamen dabei ums Leben. Der größte Teil des Verstorbenen, welchen man fand, war ein Finger. Sirius Black wurde noch vor Ort von Barty Crouch zu lebenslanger Haft ohne Prozess nach Azkaban verurteilt. Entsetzt legte Alice die Zeitung weg und begann hemmungslos zu schluchzen. »Oh, wie süß«, säuselte eine hohe Stimme. »Das Ehepaar Longbottom liegt sich weinend in den Armen. Tiefe Trauer, weil ihre Freunde gestorben sind«, verhöhnte Bellatrix Lestrange. »Was habt ihr mit dem dunklen Lord gemacht?«, fragte der Mann neben ihr, Rebastan Lestrange. »Crucio«, rief Bellatrix. Frank, welcher sich schützend vor seine Frau geworfen hatte, krümmte sich vor Schmerzen schreiend am Boden. Doch bevor Alice ihrem Frank helfen konnte, wurde auch sie vom Folterfluch getroffen. »Sagt uns, wo sich unser Herr aufhält«, schrie Rodolphus. In Franks Körper brannte es. Überall schien Feuer zu brennen. Er wollte einfach nur, dass es aufhört. Sein Kopf vernebelte sich und alles schien in dicke Watte gepackt zu sein. Plötzlich hörte der Schmerz auf, doch immer noch war alles vernebelt. Ein Kinderschreien drang an Franks Ohren. Wer das wohl sein könnte? Das Ehepaar wurde noch diesen Abend nach St. Mungo gebracht. Neville Longbottom wird bei seiner Großmutter aufwachsen. Noch am selben Abend brachte Hagrid Harry zu den Dursleys. Die ganze Welt feierte. Doch niemand vergaß das Leid, welches Lily, James, Frank und Alice diese Nacht angetan wurde. Sirius Black lehnte seinen Kopf gegen die kühle Steinwand. Er saß in Azkaban. Immer wieder wiederholte sich in seinem Kopf das Bild von dem toten Ehepaar Potter. Im Gegensatz zu seiner eingelieferten Cousine drei Zellen weiter war er jedoch noch nicht verrückt. Solange er an Harry dachte, würde das auch so bleiben. Sirius sah hinaus in die klare Sternennacht. »Irgendwann komme ich zu dir, Harry.« 4 Tage nach Halloween wurde das Begräbnis von Lily und James veranstaltet. Viele Leute waren gekommen, Leute, die sich von den letzten Opfern des Krieges verabschieden wollten. Natürlich waren auch ein paar Leute gekommen, in der Hoffnung, Harry Potter zu Gesicht zu bekommen. Doch der Junge war nicht anwesend. Einzig und allein Dumbledore, McGonagall, Hagrid und Mrs. Fig wissen, wo der Junge versteckt ist. In der Hoffnung, er würde gut aufwachsen. Liebe würde Harry niemals geschenkt bekommen. Ihm wurde auch nicht geholfen, den schweren Verlust seiner Eltern zu verarbeiten. Aber Harry würde normal aufwachsen, ohne zu wissen, wie berühmt er war. Jedoch auch ohne das Wissen, was seine Eltern für ihn opferten. Doch eines fühlte er immer. Er wurde einmal geliebt. Wissen konnte er es nicht, aber fühlen. Der Brief kam niemals an. Er wurde niemals abgeschickt. Im Gedenken an Lily und James Potter. Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod.